You won this time, Harold, but one day it will cost you. So. Ich bin natürlich wieder mal echt super im Bild. Ich bin immer über dem Titel irgendwie aus irgendeinem Grund. Nete, wie geht's bei dir wieder? Läuft das Spiel wieder? Geht wieder. Wunderbar. Also, falls du das Intro nicht gesehen hast, du hast nichts verpasst. Das ist ein Schlachtfeld zwei Könige. Einer hat den anderen abgestochen und der eine hat gesagt, eines Tages wirst du dafür bezahlen. Das ist alles, was passiert ist. Und er hatte leuchtend grüne Augen. So. Meinen Namen musste ich schon eingeben. Jetzt gehen wir mal hier auf Ja, wir gehen mal auf individuell. Das ist das Eulchen. Hilfreiche Texte, nur Besonderheiten statt der ganzen Ableitung. Und ich würde mal sagen, wow, ich kann das auf 0 Sekunden stellen, das ist nett. Schwierigkeiten, Minispiel, Aufgaben, nicht anzeigen, Silhouette-Hinweise, einfach Hinweislitzern. Ja, wir lassen das einfach mal. Das ist, damit wir in den 1,5 Stunden noch was zu sehen kriegen. Ja, natürlich, nur wegen der Eule. 25 Jahre später nach dem Krieg. Your father's death is a grievous loss, my son. Not just for you, but for the entire Levros kingdom. He's been poisoned, and I know who's behind it. It's Celeste. The evil fairy queen of the hallowed kingdom. As wicked as she may be, her wings are the only way to revive the king. You must go to Celeste's kingdom and get her wings. This won't just revive Harold, but also weaken Celeste, so she can't harm us. Ich werde alles tun, um Vater wieder zum Leben zu erwecken. Okay. Ich weiß nicht, ob Mutti die Wahrheit sagt. Ich traue Mutti nicht. Am Ende hat die Papa vergiftet. You're ready to go, but the Hallowed Kingdom is a cursed place. Celeste will do her best to drive you back. Take this ring. It'll protect you from her malicious spells. This is Celeste's spy. She must have sent him to learn our plans. Please, hurry to the Hallowed Kingdom. You must get there before Celeste finds out what we're up to. I'll check the castle to see if there are any other spies. Ich muss das geweihte Königreich angreifen, bevor Celeste sich vorbereiten kann. Zeit loszulegen. GPS-Tracker. Ja, der Ring trackt uns. Beste Jahrhundertseiten sind im ganzen Spiel versteckt. Finde sie alle, um mehr über verzauberte Tiere zu erfahren. Oh, Zenorion. Also, ich werde die Seiten auf jeden Fall übersehen. Weiß ich jetzt schon. Ich muss zuerst die Gurte durchschneiden. Der ist sehr gut gesichert, der Sattel. Ich krieg hier meine Karte, okay. Das wird mir helfen, mich im geweihten Königreich zurechtzufinden. Eine Art Hebel wäre hilfreich. Ich hab einen Dietrich. Ich dachte zuerst, das ist so eine Schließe hier. Was ist das da? Ein Amulett. Okay, oh wow. So schön. Was habe ich jetzt? Ich krieg mein magisches Schwert. Mit diesem Schwert bin ich zu allem bereit. König Harold, Königin Henrietta. Also das sind erstmal unsere Eltern und Papa gibt mir das Messer nicht, weil er noch was möchte. Natürlich. Wohin schicke ich meinen Ballon? Sonst wohin? Brecheisen dienen das Schwert. Ja stimmt, ich könnte versuchen mit dem Schwert die Muschel aufzuhebeln. Meine Aufgaben. Ich kriege jetzt erstmal meinen ganzen Schrott zusammengesammelt, der mir hilft. Ich binde es besser zusammen, damit es mir nicht im Weg ist. Ich habe eine Quaste. Im RPG würde ich zumindest so machen, ja. Mit
dem Schwert kann man im RPG eigentlich ziemlich alles machen. Was sollen wir denn suchen? Das ist ein schönes Mosaikbild hier. Also, Mosaik. Also, schönes Bild. Fahne, Vogel, Katapult. Ich habe einen Schmetterling. Brauche ich nicht. Armbrust, Schuh, Feuer. Keine Lust auf Objekte. Suche Spieler stattdessen 3 gewinnt. Nein, danke. 3 gewinnt dauert viel länger als Zeug zu suchen, muss ich sagen. Mein Schwert ist, glaube ich, nur mein Tipp oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Kerzenhalter, Armor, ein Band. Was ist das? Nicht das Band. Hier, Spielzeug. Band? Nö, nicht Band. Was mache ich denn? Au. Oh. Du spielst nie 3 gewinnt. Ich spüre da eine gewisse Abneigung. Das. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Diese Blume hier ist vor allen Dingen nicht ganz, ne? Was soll ich noch? Hier, Katapult. Band habe ich immer noch keins, ne? Warte mal. Ist das das Band oder ist das nachher die Schleife einfach nur? Das war anscheinend nur die Schleife. Warte, das muss ich mal im ersten Dingens da ziehen. Also hier ist jetzt die Fahne und hier ist jetzt die Schleife. Die Lilie muss ich da unten ziehen. Ich wollte noch einen Kerzenhalter, einen Krug. Der steht hier. Der Kerzenhalter, ist das der? Nö. Knapp daneben. Eine Krone, warte. Die war hier. Kerzenhalter. Da. Bestimmt nicht. Nein, niemals. Wie kommst du nur darauf? Gefunden. Zepter. Kann ich mit dem Zepter das hier aufrandalieren? Ja. Und da ist auf magische Weise das Dingens hier da drin. So, jetzt kriege ich mein Messer und einen Orden, den ich mir selber gleich anstecke, dafür, dass ich so ganz heldenhaft hier geschafft habe, die erste Szene zu meistern. Gut. Hottihü. Komm her, mein treues Pferd. Hast du einen Namen? Wahrscheinlich nicht. Prinz Liam, I am Queen Celeste. I warn you, come no closer to my kingdom, or I have to kill you. This will help you clear your mind to turn back. Celeste merkt nicht, mit wem sie es zu tun hat. Die weiß sehr wohl, wer ich bin, du Nappel, hat sie gerade gesagt. Komm an den giftigen Pflanzen vorbei. Eine interessante Methode mit den sich veränderten Bildern. Finde ich eigentlich auch. Ich fand das eigentlich schon ganz schön so. Also, dass man die selber sich zurechtbasteln kann. Das ist relativ selten, dass man das hat. Gott, hier ist etwas geschnitzt. Ich kann es pudern, um es klarer sehen zu können. Ich habe Säure. Ich möchte nicht mit bloßen Händen graben. Ich bin ein Prinz. Ich mache mir nicht die Hände schmutzig. Hallo, Esel. Was für ein störrisches Wesen. Nein, wie bringe ich es dazu, dass es mir gehorcht? Mit Essen in der Regel. Also hinten kann ich erst hin, wenn sich Eselein wegbewegt hat. Ihre Flügel sind schön. Ich habe einen Handschuh. Ja, stimmt. Ich kann versuchen, mit dem Panzerhandschuh hier zu... Nein, das will ich nicht. Verzauberte Maultiere reagieren empfindlich auf Geräusche. Sie können leicht mit einer speziellen Pfeife gezähmt werden. Celeste, es zu besitzen wäre sehr praktisch, aber ja, ein paar Dekorationen fehlen. Hier ist eine Deko. Kann ich hier mit meinem Handschuh durchkrabbeln? Dafür ist er da. Das ist ein Einmalhandschuh. Befehl. Alle Truppen versammeln sich, um das geweihte Königreich anzugreifen. Königin Henrietta. Sie schickt königliche Truppen, um mich zu unterstützen. Wie nett von ihr. Nein, du bist einfach nur naiv, Junge. Mutti setzt dich als Bauernopfer ein. Was ist das? Schmuck von Celeste gefunden. 1 von 15. Ach du Schande. Was habe ich denn da eigentlich? Kaputte Schaufel. Kann ich mit der kaputten Schaufel hier trotzdem... Schaufeln? Ja. Okay, ich habe einen Magnet. Aha, und jetzt... Ich kann das pulen, um es klarer sehen zu können. Ich habe
Leider nichts. Ich habe Säure, die kann ich auch drüber leeren. Die hilft bestimmt. Also gut, setzen wir mal die zwei Sachen da ein. Und jetzt? Ich konzentriere mich erstmal auf das untere. Oh, immer noch falsch und noch ganz unten. Dahin? Dahin? Okay, jetzt machen wir hier oben mal. Oh, nach ganz oben. Nach unten? Nach dahin? Also ich rate mir das jetzt zurecht. Wir haben Musik gemacht. Ich merke schon, wäre ja auch blöd, wenn die Blumenerde an den Handschuh kommt. Ja. Das ist so dreckig, das geht nie wieder ab. So, Trillerpfeife. Komm her, mein hübsches Maultiermädchen. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich weitermachen, wo auch immer das Tier jetzt hingelaufen ist, ne? Eine Sägemühle. Ich frage mich, was da drin ist. Mach es auf und sieh nach. Ich habe keinen Hammer. Kann ich mit Magnet die Dinger rausziehen? Nee, wäre auch zu schön gewesen. Die Säge funktioniert nur, wenn ich die verlorenen Hebel finde. Verlorenen Hebel. Ach, er will die aufsägen? Nein, es reicht nicht, einfach einen Hammer zu suchen oder eine Zange, um die Nägel rauszuziehen. Er sägt sie gleich auf. Warnung an alle, die meine Bäume fällen. Hört sofort auf oder ihr werdet leiden. Sie muss wirklich böse sein? Nein, sie warnt uns, dass wir aufhören sollen, hier dem Wald zu schaden. Ich bin meisterhaft im Knacken von Dingen. Dies sieht aus wie ein perfekter Ort für eine Figur. Es scheint, als hätte jemand versucht, diesen kleinen Baumstamm zuzuhacken. Ja, hat nur leider nicht funktioniert. Na, ich habe Säure. Wohl nicht. Sie ist eine Umweltaktivistin der entschlossensten Sorte. Absolut. Kann ich hier Säure drauf leeren? Jetzt habe ich hier noch ein Lederstück. Ein Netz. Okay. Hier ist nichts weiter. Also hier muss wieder auch so eine Tierseite liegen. Hier unten flackert hier zumindest irgendwas. Da. Aqualis. Noch eine Tierseite. Nee, die Wälder des geweihten Königreichs sind verflucht. Seltsame Kreaturen bewohnen sie und sie werden von der Hexe Celeste kontrolliert. Holzfäller. Der Holzfäller hat keinen Namen. Er heißt Holzfäller. Ich kann es kaum erwarten, Celeste zu besiegen und ihre Tyrannei ein Ende zu setzen. Die passt nur auf ihr Volk auf, so wie du auf deins gedenkst aufzupassen. Aber ja, ein bisschen Magnetismus könnte nicht schaden. Na gut. Und nu? Rad ist weg. Okay, Rad ab. Ich habe einen Katapultgriff. Was habe ich denn da jetzt? Reinigenden Weihrauch. Ich bin Holzfäller. Was machst du hier? Ich fälle Holz. Genau das. Da ist ein blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Okay, ich habe jetzt das Katapult repariert und krieg dafür Linsen und einen Pinsel. Ich habe Weihrauch. Kann ich mit dem Weihrauch hier drüber pudern? Nö, ich habe einen Pinsel, aber... Ich habe immer noch keinen Puder, ne? Nee. Ich habe immer noch den Orden, aber in der Tasche ist hier noch irgendwas. Ah, so, die Giftpflanzen, die sollte ich vielleicht mal ansehen, ne? Ich sollte vermeiden, das Gift einzuatmen. Keine Ahnung, ich brenne sie nieder. Ich weiß noch nicht, was ich hier tun soll. Also ich habe einen von zwei Hebeln und ich habe ein Lederstück und ein Netz. Ja, ich komme damit sehr viel weiter, ne? Nadel und Faden haben wir auch noch. Da hinten, da leuchten zwar auch noch Dinge. Keine Ahnung, was soll ich mit dem
Kescher hier irgendwie mit dem Leder mir irgendwas machen? Die Ledermaske basteln oder sowas? Und einen Orden? Ich hab nichts, was ich hier machen kann gerade. Ich frag mal den Tipp. Der sagt, ich soll hier rein. Und ich soll irgendwas an der Säge tun. Ich brauche etwas Flaches, um was abzuschrauben? Keine Ahnung, kann ich meinen Orden nehmen? Der sieht aus, als hätte er unten extra so ein Schraubenschlüssel-Einsatz. Ja, den Rest hier drin kann ich nicht nehmen, aber ich habe die Pestmaske schon mal. Die darf ich aber bestimmt mit Nadel und Faden zusammennehmen. Ich habe im Übrigen selber eine. Also leider keine, die so hübsch ist, aber... Und noch, ach, den Sensor muss ich auch noch hier da einbauen, aber das, normalerweise kommt das Gedöns doch hier vorne rein, dachte ich, und wo sind die Nasenlöcher überhaupt? Schraubendrehorden, jeder junge Prinz sollte einen besitzen, bin ich ganz stark dafür, muss ich sagen. Was habe ich denn da jetzt eigentlich? Eine Drahtsäge? Oh! Aber mit der komme ich hier nicht weit, weil die Drahtsäge kann ich hier, die muss ich hier irgendwas drüber legen, um das so ritsch-ratsch hin und her zu schieben. Da oben hat mir nur das Rad gefehlt, ne? Nichts weiter. Also gut, wir kommen jetzt aber zumindest mal hier durch. Ah, die Pestmaske ist schon schön, die er da hat. Ich bin schon ein bisschen neidisch gerade. Aha. Das hat sie wohl verloren oder hat er wohl verloren? Und was macht mein komischer Ring hier? Mein GPS-Ring geht an. Queen Celeste, Prinz Liam and his army have snuck into our kingdom through the southern border. He's strong and up to no good. Only your powers can stop him. I'll go to the scout and bring you the latest news. Und scheinbar haben wir jetzt den Charakter gewechselt. Jetzt sind wir Celeste. Prinz Liam wird dafür bezahlen, dass er nicht auf meine Warnung gehört hat. Oh, das ist jetzt so ein abwechselndes Ding. Da habe ich schon mal eins gehabt und zwar irgendwie Romeo und Julia. Da hast du auch hin und her gewechselt zwischen den beiden. Ring arrived at checkpoint. Transmission starting. Ja. Der Ring hat automatisch in uns gespeichert. Jetzt. Hier war mal ein Bild. Wo ist es hin? Naja, offensichtlich habe ich es mit dem Rasiermesser ersetzt. Wir sind sie gar nicht mitbekommen. Ja, gerade eben. Ich habe aber auch erstmal blöd geglotzt. Und dann bis der Bote kam und sagte, ja, Königin Celeste, hier, tu was. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite. Ich kann ihn mit etwas Dünnem herausdrücken, aber zuerst sollte ich etwas unter die Tür legen. Ich habe ein großes Blatt. Das kann ich drunter legen. Kann ich das mit dem Rasiermesser hier durch? Nö. Hätte mich auch gewundert. Da fehlen Ornamente. Bambus. Bambus ist immer gut. Ich brauche eine Art Haken an einer Kette. Kann ich das nicht mit dem Finger rausziehen? Ja, ich... Also hier kann ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Da gehört nur das Bild hin. Da ist aber so eine Box. Okay, die kann ich nicht ansehen. Oh, lila Katzi! Cheshire Cat! Mein armes Haustier, du musst gestresst sein. Ich bring dir was zum Spielen. Aber erstmal Celestes Tage... Was? Tage... Busch. Was? Das, ich weiß nicht, ob das ein Wortspiel sein soll. Ich hatte zuerst gedacht, wir haben ihr Amulett gefunden. Das Amulett hielt uns für sie und hat eine Nachricht abgespielt, die Prinzlein dann halt hört, weil er ihr Amulett hat. Ich habe zuerst auch gedacht, wir gucken einfach nur in die Ferne und sehen das, was sie jetzt sieht. Aber nee, wir haben tatsächlich den Charakter gewechselt. Unser magischer Ring versetzt uns sonst wohin. Jedes Mädchen sollte einen Tagebusch haben, auf jeden Fall. Also gut, was schreibe ich denn da rein? Ich habe Menschen nie gemocht, weil sie meine Wälder abgeholzt und magische Kreaturen gejagt haben. Ich habe in meinem Tagebusch mein Bild versteckt. Ich gebe mein Bestes, um das geweihte Königreich vor Menschen zu schützen und meine treuen Untertanen helfen mir dabei.
Ja, und ich werde nicht zulassen, dass das Königreich Levros mich angreift. Also gut, ich habe jetzt mein Bild. Auf da. Aha. 2, 3, 2. Was? Ah, ich muss einfach nur Hinweise aus diesen Dingern finden. Sehe ich das richtig? Also. Ah! Okay, jetzt verstehe ich das. Ah. So rum muss das gehen. Habe ich auch noch einen Hirsch oder sowas? Oder irgendwas bei ihr? Ja, den Baum habe ich hier noch. Der muss hier irgendwie so auf die Stelle. Dann ist das Bild fertig. Das finde ich cool. Das ist interessant. Nummer 1. Habe ich hier sonst noch irgendwie was? Ich versuche tatsächlich pro Bild das zu finden. Füchse sind doch schöne Tiere. Ja, meine geliebten Füchse. Ich habe heute mein... Also ein meiner Fuchspullover drauf steht... Was steht denn da drauf? Hier, ich spüre die Macht in mir. Es könnte aber auch nur Hunger sein. Der ist leider ein bisschen ausgewaschen, hier auf der Seite mit dem Druck da. Das lag leider daran, also die Qualität vom Druck ist gut, aber das Ding hatte hier zwei so Schnüre von der Kapuze dran und die haben beim Waschen hier wohl den Druck abgerieben. Deshalb habe ich die bei dem anderen Pulli, den ich von der gleichen Marke habe, einfach gleich rausgeschnitten. Okay, was habe ich hier? Ich habe den Typen, der da hinten rumschleicht noch. Also gut, ich habe den Holzfäller. Ich habe den Holzfäller. Dann kommt alles andere da rein. Das ist tatsächlich ein Amazon-T-Shirt. Also die Firma, wonach du gucken musst, heißt Sunny Wall. Also sonnige Wand. Sunny Wall. Die haben auch noch ein paar andere Motive. Also ich habe noch einen anderen davon. Mit einem zweiten Motiv drauf. Kosten aber halt echt 45 Euro. Gefunden, Halbmondkette. Ich hab doch irgendwie eine Kette mit einem Haken dran gebraucht, ne? Zweckentfremden wir das. Warum habe ich da ein Seil drin liegen? Und was ist denn das? Eine Haarnadel. Okay, warte. Ich habe gerade was gesehen hier im Hintergrund. Ich sollte echt darauf achten, was hier unten hier anfängt rumzuleuchten, aber wir sind ja nur in der Demo. Also nur mal blöd gefragt, ne? Ich bin hier eingesperrt. Ah, aber... Oder wurde ich irgendwo ausgesperrt? Und vor allen Dingen, wer hat mich ausgesperrt? Und oh, guck mal, wir haben jetzt unseren Rabe statt unseres Schwertes als Tipp. Oh nein, die Bewohner des Königreichs Levros greifen an. Lösche das Feuer. Okay, ja, gleich. Wieso habe ich einen Feuerwehrschlauch hier rumliegen? Okay, es ist Fantasy, ich frag mal. Nicht? Kann ich auch ohne Keil hier drauf haben? Nee, ich brauche einen Keil, schade. Die Menschen machen mal wieder alles kaputt. Ja, das ist, also ich glaube ja ganz ehrlich, dass die Mutter von uns Prinzlein den Vater aus dem Weg geräumt hat, uns als Kanonenfutter vorschickt, um die Königin der hier, um Celeste aus dem Weg zu räumen, damit sie nachher Königin wird, weil sie uns nachher auch assassiniert. Das ist mein Guess. Also, ich sollte den Schlauch anbringen für das Wasser. Okay, ja. Klebe und irgendwas anderes brauche ich hierfür. Oh, schade. Doing what we can do best. Leider wahr. Es ist traurig, aber wahr. Ich brauche den passenden Schlüssel. Wieso habe ich als Königin keine Schlüssel für meine Tore? Wenn die Baumrinde lila ist, ist das eine Warnung vor dem bevorstehenden Unglück. Die habe ich ja wohl nicht ernst genommen, die Warnung. Was beruhigt den Baum denn? Ja, bestimmt nicht, dass ich ihm die
Blätter abschneide. Also gut, ich habe Kleber, aber ich habe keinen Flicken. Den Flicken hätte unser Prinzlein im Inventar gehabt, aber den haben wir ja gebraucht, um die Pestmaske zu bauen. Der Wald brennt erstmal, Kleber suchen. Der Wald brennt zum Glück nicht weiter ab, der brennt nur temporär an dieser Stelle. Also, jetzt. Warum habe ich hier einen Fuchsschwanz versteckt? Ich dachte, ich bin tierlieb. Okay, macht der... Ah, geht von allein. Ich hoffe, sie klebt diese Stelle wirklich nur oben zu und klebt nicht den ganzen Schlauch zusammen. Also... Gut. Ich hab... Ich kann allein aufdrehen. Wunderbar. Gut, das Wasser ist ein bisschen merkwürdig animiert, aber das nehme ich mal hin. Der Moosmann kommt. Ich habe es geschafft. Das ist Malorn. Welche Neuigkeiten bringt er mir? Vor allen Dingen habe ich nicht eigentlich ein größeres Problem, weil auf draußen vor den Toren die Armee parkt? Your Majesty, Queen Henrietta sent her troops to attack our kingdom. We weren't prepared for such action from the Lavras Kingdom. Our relationship has always been peaceful. They're attacking from the rear. The only way to keep them at bay is to grow a wall of strong roots on the boundary. Here, maybe this will be useful. Hier, nimm das Katzenspielzeug. Es wird dir dabei helfen, die Armee zu besiegen. Okay. Schaffe eine Wurzelwand. Feuerwehrmann, lösche das Feuer. Wow. Also gut, was habe ich denn da? Perhaps you'll find something useful in the Arboretum. Aha. Ich hätte gerne eine Erklärung zu dem, was ich jetzt hier machen soll. Eine kleine Marke fehlt. Okay. Also gut. Katzi, komm her. Ich muss meine Katze erst bespaßen, sonst kann ich den Krieg nicht gewinnen. Nichts irritiert Ritter so sehr wie rosa Spielzeugmäuse. Ich glaube auch. Ich werf die aufs Schlachtfeld und dann wissen die Ritter alle nicht, was zu tun ist, weil rosa Mäuse existieren nicht und dann kriegen die alle einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß auch nicht. Okay, erklär mir, was ich tun soll. Verbinde jeden Kürbis mit einer Rebe. Wende die Marken am Spielfeldrand aus und lege sie auf das Brett, um Reben anzubauen. Reben wachsen in den Formen, die den Marken abgebildet sind. Wähle eine Marke zweimal aus, um sie zu drehen. Reben können sich dabei nicht überlappen und werden rot. Kürbisse werden grün, wenn sie mit einer Rebe verbunden werden. Okay. Okay, okay. Also wir können zum Beispiel hier... Aha. Und die Steine sind mir im Weg und ich darf nicht drüber? Die Steine sind im Weg und ich darf nicht drüber. Ah. So zum Beispiel, okay. Also wir machen das jetzt nicht. Wir überspringen das, weil das sonst ein bisschen dauert. Wir kriegen unseren Torschlüssel auf jeden Fall. Und einen leeren Weinschlauch. Kann ich da nicht hier Wasser reinlassen? Ich gehe nochmal hier hinten hin und guck mal, ob da jetzt nochmal irgendwas ist. Oder ob ich jetzt... Ich glaube, ich habe hier alles, ne? Nein, warte, hier müssen ja noch so Dinger rein. Fehlende Deko-Elemente. 1 von 3. Okay, okay. Aber ansonsten haben wir da dann nichts mehr. Wir können den Rittern also das Tor aufschließen? Super, ja. Ich mach meinen Feinden den Weg frei. Ich lade sie ein, hier reinzukommen. Hier ist das Arboretum. Also gut, wir müssen, glaube ich, mit ihm noch mal reden. Here's a good spot to plant a seed. Mhm. Foxeria! Das sind immer so schöne Viecher, die hier malen. Du hast eine Bestiarium-Seite gefunden. Mal blöde Frage. Wir haben doch das andere Spiel mal gehabt mit diesem Sonnenfinsternis-Zeug. Da hier, da war doch auch das Best Diary. Ist das von den gleichen Machern? Frage ich mich hier gerade. Weil das hier ist wesentlich besser als das andere Game. Vor dem Betreten sollte man immer klingeln. Oder klopfen. Ich habe leider keine Klingel. Da war der Froschprinz. Der hatte eine Krone auf. Und was pflanzt sich da jetzt für eine Blume?
Die Blume ist zu hoch, um sie zu erreichen. Ich muss sie auf eine andere Art und Weise näher bringen. Ich habe ein Seil. Das zufälligerweise von der Schlinge her genau über diese Blume passt. Warum habe ich da irgendwo Scheiß reingeworfen? Was bin ich für eine Königin? Eine, die offensichtlich nicht aufräumt. Eine Haarspur. Kann ich den Fuchsschwanz nehmen? Ja. Spiel mit dem schreienden Troll, genau. Das Stil war mal so völlig anders, sofern meine Erinnerung mich nicht täuscht. Ja, das ist... Es war auch nicht die Reihe hier, aber das mit dem Bestiarium kommt mir halt so bekannt vor. Celeste ist die weise und gnädige Königin des geweihten Königreichs. Sie wird immer für ihre Untertanen eintreten. Ja, hoffen wir das mal. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich schon Königin bin, ne? Skelettarm. Ich muss wohl schon sehr lange Königin sein, solange wie der da rumliegt. Ein perfekter Ort, um eine Mauer aus magischen Pflanzen zu züchten. Okay, wir gehen mal zurück. Ich habe ja meine drei Muschelmarken. Es dauert immer so ein bisschen, bis der geladen hat. Rein da. Aha. Kann ich hier noch was tun oder warum wird mir das angezeigt? Ah, Wasser. Hier fließt Wasser. Jetzt kann ich meinen Weinschlauch zumindest aber auch mal füllen. Das heißt, wir sind hier erstmal fertig. Das ist ganz gut. Gut. Klingeln wir mal bei wem auch immer. Ich muss auf die Knie gehen, um da reinzugucken, wahrscheinlich. Ist es wahr, dass unser Königreich unter Attack ist? Ich habe etwas, das dir helfen wird. Aber ich kann es in diesem Mess nicht finden. Please, help me clean it up. Did you see my green sock? Okay, grüne Socke, hier. Zu Ende stricken. Ja, wow. Ich muss die grüne Socke erst zu Ende stricken. Toll. Hat er eine Stricknadel hier gesehen? Da. Kleines Streifenhörnchen. Glaube ich. Und das Königreich brauchen wir jetzt noch. Thank you. Oh, I'm really going nuts. I can't even spot a suitcase without my glasses. As for you, you need to get a magic seed from the enchanted tree. Okay, und jetzt noch eine Brille. Brille. Ja, hör mal auf im Buch. It's been a good friend of mine since it was just a sprout. I used to visit it dressed up in a bow tie, and we drank tea with winter pine cones. Drei weg in 3 Sekunden. Wow, ich bin gut. Tee. Sieht aus wie Kaffee. Sharp fangs look scary, but I know how to calm it. The tree likes tender melodies that sound like a bird song. Tanne, Melodie, Vogel. Komm her, Vögelchen. Oh, here's the flute that will help you. Ich habe ihn aufgeräumt. Jetzt kann er mir ja geben, was er die ganze Zeit hinterm Rücken hatte. Ich kriege die Zauberflöte. Oh. Okay, Lethe, wie läuft der Stream noch? Also wir haben die Zauberflöte erhalten von unserem Kumpel hier. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich Wasser einfüllen. Nee, ich kann das mitnehmen. Zauberflöte, Schöpflöffel, Wasser. Haarspange, ja, eine Handschuhe, aber ich habe doch gar keinen Samen. Ich kann ja doch nicht einfach ins Leere flöten. Ich frag mal, meine Rabe, ich muss mal zurückgehen. Irgendwo hier liegt noch irgendwas rum. Irgendwas muss ich dich beruhigen. Kann ich dich mit der Zauberflöte beruhigen? Ah. Jetzt haben wir einen magischen Samen und den kann ich da reinwerfen. Wasser? Plock. So, wie so eine Sektflasche, da ist auch gar kein Druck drauf auf dem Teil. Amazing.
amazing. You saved the kingdom from the external attack. But Prince Liam has invaded our territory. We must get him before he does any harm. Oh, wechseln wir jetzt zurück zum Prinzlein? Ja. Ah, wir sind der Prinz auf dem anderen Amulett. Jetzt blicke ich das. Schade, Wasser zu Wein hat nicht geklappt, nee. Prinz Liam of Lavros, you dared enter the Hallowed Kingdom. You're not welcome here. Get out or I'll shoot you dead. Ja, ich weiß, ich bin hier nicht willkommen, aber lass uns doch reden. Dieser Zentaur ist ein ergebener Wächter, aber sie wird mich nicht aufhalten können. Ja, weil ich überwinde Werder. Ja, ich werf ihr mein Netz über den Kopf, bevor sie auf mich schießt, keine Ahnung. Vorsicht, diese Blumen sind sehr giftige und erbitterte Beschützer des geweihten Königreichs. Aha. Etwas Pollen einsammeln. Mit meinem Pinsel? Okay, ich hab jetzt Pollenpinsel. Was macht ihr fliegenden Dinger hier? Womit kann ich sie einsammeln? Ich habe einen Kescher. Die sehen irgendwie aus, als wären sie gehäkelt. Nein! Werdet die fliegenden Rüben in einer durchgehenden Linie aus. Ja. Ich weiß, ich kann jede Rübe nur einmal auswählen. Ich muss hier anfangen. Halt, ja. Jetzt muss ich halt gucken. Gehe ich hier rüber. Ja, warte mal, wir gehen mal darüber. So. Ziel. Giftige Pollenpinsel, wenn er damit jetzt auf die Dame zurennt, mag ich ihn nicht mehr. Ich glaube, ich brauche diesen Pollenpinsel, um das Ding jetzt auf der Kiste sichtbar zu machen. Ich habe ja kein Puder, aber ich habe jetzt die Pollen, also. Seinem Schwert fehlt ein mächtiger Stein, den ich nicht besitze. Und ohne den Stein kann ich das Schwert nicht hier rausziehen, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Also irgendwo hier soll noch Prinzessin Dingens da, Königin Blubbeldiblubs Schmuck sein, Celeste. Was mache ich mit dir? Get out and quick. Zum Glück, es geht nicht, es geht nicht. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Ich brauche den für hier. Okay, normale Blume? Dann ist das da, das da? Ich hoffe einfach mal. Nee, das hier war wohl nicht das da. Ich dachte eigentlich schon. Das ist nicht die hier? Ach warte, das ist die hier. Ups. Hä? Nee, das ist doch nicht die? Nee, das ist nicht die. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Ich dachte, das wäre die. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist doch die hier, ne? Aber der Stern ist dann wohl nicht das hier. Also sehe ich das falsch? Geh doch in die Richtung. Oder muss ich hier anfangen und dann so rumlaufen? Nee, ich dachte, ich fange schon links nach rechts an, ne? Du musst bei dem Rad anfangen und nicht bei der Blume. Also hier hinten, oder... Ja, wahrscheinlich, ne? Ich ende mit dem Sechseck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hier. Ja, aber hier kein Pfeil ist. Ja, stimmt. Das ist dann das hier. Das da. Das und das. Danke. Ich habe da nicht gesehen, dass da der Pfeil fehlt. Danke. Plakette. Wo gehört die rein? In
Ich habe erhöhte Temperatur, ich darf ein bisschen neben der Mütze sein. Das ist ja eine gute Ausrede hier, ne? Ach, hier war ja auch noch was drin. Wie aufwendig. Jetzt habe ich aber alle Hebel hier, ne? Rein damit. Freut mich, wenn ich helfen kann, ja immer gerne. Vor allen Dingen habe ich voll das Glück, dass ich hier nicht gerade irgendwas Metallartiges erwischt habe und es dann damit aufsäge. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Helm? Mit einer Schnur dran. Aha. Plakette, eine Mutter. Gebrochener Stein, eine Sichel. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe noch mal eine komische Drahtsäge. Da oben fehlt noch ein Rad, aber. Ja. Anu? Wo gehört das alles hin? Alles vergessen. 5 Minuten nicht gespielt, weiß nichts mehr. Also hier machen kann ich jetzt nichts? Helm, multifunktional einsetzbar, zum Beispiel als Eimer. Ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade. Hat so hier ein paar Löcher am Rand, aber ist jetzt nicht so schlimm. Was mache ich mit. Setze ich ihr den Helm? Werfe ich ihr den Helm auf den Kopf? Nee. Schlage ich mit der Sichel hier irgendwas ab? Was mache ich mit ihr? Ich habe hier 2 Plakettenteile, die ich irgendwo einsetzen kann. Moment mal. Also bei ihm will der irgendwas, aber der Stein ist ja gebrochen. Da fehlt ja noch der Rest, ne? Unvollständig. Ich muss den Rest finden und das gehört ja wohl hier rein. Es fehlt ein mächtiger Stein. Das wird der hier sein. Gibt's hier sonst noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Die Gurte kann ich durchsägen. Ah. Au. Ich hab eine verschlossene Tasche. Aha. Okay. Lass mich raten, ich muss immer abwechselnd die Dinger finden. Wiederhole die oberen Symbolfolge, indem du 2 mittlere Pfeile auf die richtigen Symbole im Feld ausrichtest. Wähle eine Seitentaste aus, um den Pfeil zu verschieben, mit dem sie verbunden ist. Symbolkacheln werden bei richtiger Auswahl grün. Ach, klar. Ich verstecke auch immer Dinge in meiner Magengrube, ja. Unter meinem Rossharnisch hier, keine Ahnung. Also gut, ich soll was tun? Aha. Leck mich doch. Ja, werden da richtige Auswahl grün, du mich auch. Ich brauche den hier irgendwie, aber. Nee. Kannst mich mal. Aha. Dieses Netz könnte nützlich sein. Das werfe ich also wohl auf meine Zentaurendame hier. Im Close-up. You're making a mistake. Don't you see that your mother Henrietta is using you to get Celeste's wings? She's known to be cruel, and I doubt her intentions to revive King Harold are sincere. Leave while you still can. Celeste won't go easy on you. Also sie bestätigt praktisch die Theorie, die wir hatten. Wie konnte sie es wagen, meine Mutter zu beleidigen? Ich werde Celeste besiegen und ihr die wahre Macht meines Königreichs zeigen. Hör auf, so verblendet zu sein. Hole Celestes Flügel. Junge. Hör auf die Zentaurendame, die hat recht. Sie ist fast schutzlos. Ich muss sofort zuschlagen. Vor allen Dingen bezweifle ich, dass die Flügel den Vater wieder ins Leben zurückholen würden. Manilog. Oh, eine Schnecke. Und die. Oh, die läuft sogar weg. Ups. Die Zentaurendame ist der Feind. Man kann ihr nicht trauen. Ja, ich weiß. Man sagt, dass dies die erste Pflanze ist, die im geweihten Königreich gewachsen ist. Sie wird so lange leben, wie das geweihte Königreich existiert.
Ich schätze, ich habe die Kräfte der Waldbewohner unterschätzt. Randy, was schreien wir so? Wie kann ich es herausziehen, ohne nass zu werden? Mit meinem Eimerhelm. Beinahe. Mit meiner Sichel, damit ich den Gurt durchschneide. Mit dem Hammer. Nee, das ist nicht lang genug. Okay. Er will die Waldbewohner warnen. Ja. Ich kann es nicht riskieren, darunter zu fallen. Ich brauche etwas Langes. Mein Hammer. Mein Helm. Mein Eimerhelm. Ja, auch andere haben das Potenzial dieses Helmes erkannt. Aber ich brauche meinen Eimerhelm wohl nicht mehr. Meine Chance anzugreifen. Ich brauche zuerst eine starke Waffe. Mein Hammer. Nein, schade. Die Einblendungen waren süß. Ich schaff das schon irgendwie. Okay, da fehlt wohl noch ein weiterer Teil jetzt. Hauptsache, hier liegt ein Schraubenschlüssel mitten im Wald. Ich schneide sie einfach mit etwas sehr Scharfem. Ja, mit der Sichel hoffentlich. Bär, Biber und Giraffe. Was habe ich hier bitte für ein Ohr? Wie können die Tiere hier alle leben? Also gut, offensichtlich schaffen die es ja auch hier Fressen zu finden, ne? Ein Biberchen, ein Koala, ein Faultier, eine Eule, ein Orang-Utan, eine Echse, ein Papagei und Finken, ein Panther, eine Schlange, ein Maulwurf. Ich klicke jetzt einfach alles an. Flamingo, Eichhörnchen, Antilope, Alpaka oder Lama, je nachdem. Was ist das, eine Maus? Aber schön designt sind sie, das muss man erkennen. Ja, definitiv. Also das Spiel ist wirklich grafisch, das ist wirklich wunderschön, muss man sagen. Ein Füchslein. Eine Schildkröte, ein Erdhörnchen, ein Igel und ein Bär. Das hier vorne kann ich nicht anklicken, schade. Aber hier ist die Schildkröte. Wie auch immer die länger als 5 Minuten friedlich beisammen bestehen. Ja. Ein Flughund! Oh, Flughunde! In der Wilhelma in Stuttgart gibt's welche, die sind voll schön. Die sind super faul, aber richtig niedlich. Die sind mit den Schmetterlingen zusammen in einem Haus, in einem Tropenhaus. Okay, ich krieg mein Rad. Wow. Rad ab. Jetzt gleich ist wieder Rad an. Ja, meine dummen Sprüche. Okay, jetzt habe ich hier das Rad wieder dran. Dafür brauche ich meine riesige Mutter. Hat das... Was? Ich glaube nicht, dass das früher so funktioniert hat, dass man diese großen Schrauben mit Metallradmuttern befestigt hat. Aber wir haben jetzt unsere Angel, das heißt, wo angel ich hier denn nochmal? Hier. Ja. Okay, wir haben unseren magischen Schnippel, die Schnappstein hier, zusammen für das Schwertchen. Was auch immer die Runen hier drauf bedeuten sollen, aber ja, ich werde das schon lesen können. Rein damit. Arthurs Macht ziehe das Schwert aus dem Stein. Also Arthur hat das Schwert ja wohl dann nicht mehr weitergeholfen. Oder wer auch immer dieses Schwert nach ihm hatte. Soll ich die jetzt echt angreifen? Ich will nicht. Best. Oh nein! Verbrauche die Energie deines Gegners. Führe alle farbigen Energiekugeln von oben links zu den farblich passenden Stellen.
Hier blau. Oh. Muss ich? Ja, anscheinend muss ich ja, ne? Ich muss die Kugel, glaube ich, hier raufkriegen, weil ich das richtig sehe, ne? 1, 2, 3 nach oben. 1, 2, 3 nach oben. Passt nicht. Ja. Ich hab gerade schon wieder voll keinen Bock auf das Game. Einmal 3 nach oben. Passt das schon wieder nicht. Komm, wir machen einfach mal, ob wir das verstanden haben. Ja, irgendwie so. Och. Ja, ich habe jetzt keine Lust. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust zu zählen, aber. Wird der junge Prinz es schaffen oder wird das Schicksal ihm übel mitspielen? Das alles und mehr nach dem nächsten Minigame. Ja, komm. Ich habe keine Lust. Oh, jetzt werde ich wieder sie. Nein, ich nehme die Flügel ab. Celeste's wings. You've done well. Now that I have these wings, I can finally fly to the Ethereal Gardens and pluck the apple of life to resurrect my brother, Tommen. Do you really think I'd want to revive Harold when he's the one who killed my dear brother? You're useless to me now. When Tommen is back to life, we'll rule all the kingdoms and realms together. Guards, seize him. Das war Dark Romance, die himmlischen Gärten. Danke fürs Spielen der Demo-Version von... Ja, von dem hier. Hole dir die Vollversion mit 30 Schauplätzen, 23 Minispielen, oh mein Gott, 13 versteckten Szenen, 118 Zoom-Szenen, 13 Charakteren. Bist du in der Lage, das geweihte Königreich zu erreichen? Wir wussten doch von Anfang an, dass Mutti nur einen Zweck hatte für uns, und zwar uns 18 Jahre lang aufzuziehen, den Mann zu heiraten, der ihren Bruder getötet hat, um praktisch 18 Jahre lang auf Rache zu warten. Das sind immer so, so lange Pläne, die diese Charaktere schmieden. Aber gut, Frauen können warten auf Rache.